Also wir begeben uns gleich in den Bauaufzug und fahren dann nach oben in die Glockenstuben des Kölner Doms, weil es heute eine Pressekonferenz zu den Domglocken gibt. Und zwar um das Stichwort musikalischer Fingerabdruck geht es. Was das ist, das werden wir Ihnen gleich oben erzählen. Im italienischen Stil ableiten. Hinter mir auf dem PC sehen. Das ist der musikalische Fingerabdruck, also die Aufzeichnung der Schlagintensitäten und Frequenzen, die die Glocke eben verursacht. Für uns ist das wichtig, eben diesen musikalischen Fingerabdruck zu nehmen, damit wir eben frühzeitig Schäden und Risse in den Glocken erkennen können, die durch diese hohe Beanspruchung entstehen, die das Läuten verursacht. Wenn die Glocke einen Schaden oder einen Riss hat, dann klingt sie eben nicht mehr so schön. Sie kennen das von Ihrer Salatschüssel, wenn Sie da dran klopfen und dann hören Sie auch, ob die einen Sprung hat oder nicht. Und natürlich, wenn solche Rissen an Glocken sind, und dann klingen die überhaupt nicht mehr. Das heißt, die Töne sind sehr, sehr kurz und es ist dieser Wohlklang, der ist verloren gegangen. Und den wollen wir erhalten mit unseren Arbeiten. Die Glocken sind seit meinem ganzen Leben zu hören und sie geben mir irgendeinen Takt im Leben vor. Und Edith Piaf hat ja auch in ihrem berühmten Lied gesagt, ein westeuropäischer Mensch, für den läuten die Glocken dreimal im Leben, bei der Geburt, bei der Hochzeit und beim Tod. Und das ist schon ein gewisser Rahmen, den unser Leben hier erfährt und auf den wir auch stolz sein können in Westeuropa.